Tag 6 im Trainingslager von Borussia Dortmund und damit der vorletzte Tag. Und die Gerde Härte ist mal so richtig in sich, was die Nachrichten anging. Wir starten gleich mit dem personellen Paukenschlag, der uns heute, sind wir ganz ehrlich, komplett überrascht hat. Wir wussten zwar, dass Hans-Joachim Watzke heute zur Medienrunde kommen wird. Es wurde dann eine etwas größere Pressekonferenz. Da machten wir uns schon Gedanken, na, was könnte dahinter stecken. Und letztlich hat er verkündet, dass er seinen Vertrag, der im Herbst 2025 endet, nicht verlängern wird. Das heißt, er hört als Geschäftsführer von Borussia Dortmund auf. Genau, und das ist eine richtige Zäsur, muss man schon sagen. 20 Jahre wird er, oder mehr als 20 Jahre wird er dann an der Spitze der Borussia gestanden haben. Und ja, wenn man natürlich ganz an den Anfang guckt, da war die Rettung, glaube ich, auch, das ist sein größtes Vermächtnis wahrscheinlich, aber die Entwicklung hin zu einem Verein, der in der europäischen Spitze angekommen ist, der zu den größten in Deutschland gehört, zu den sportlich wichtigsten auch in Deutschland gehört und beständig in der Champions League spielt, also auch wirtschaftlich jetzt auch auf einem ganz anderen Niveau agiert. Ja, das trägt alles auch die Handschrift von Hans-Joachim Watzke. Er hat sich dazu entschieden, jetzt schon anderthalb Jahre vorher diese Meldung offiziell zu machen. Das hat er ganz bewusst getan, damit er sich eben offen auch dann um die Nachfolge kümmern soll. Er gibt aller Voraussicht nach schon am 30.06.2024 die sportliche Gesamtverantwortung ab. Auch da ist er dann in die Nachfolge involviert, soll da Ideen und Konzepte ausarbeiten. Was schwebt dir da vor? Wie könnte es dann weitergehen bei Borussia Dortmund? Ja, was er so angedeutet hat, ist, dass man das Ganze so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt, sprich vielleicht neben den bislang schon in der Geschäftsführung tätigen Carsten Kramer und Thomas Tress dann vielleicht zwei zusätzliche Personen installiert. Das kann eine interne Geschichte zum Teil zumindest dann mal werden. Es wird vielleicht einen Geschäftsführersport eben geben zum Beispiel. Ich glaube aber, dass man auch vielleicht mal extern gucken wird, ob es Kandidaten gibt. Er will jetzt ein Profil erstellen, er will auch Ideen entwickeln und ein Konzept. Es ist auf jeden Fall ein guter Schritt und das zeugt halt auch von Weitsicht, dass man es jetzt schon thematisiert, dass man es auch öffentlich macht. Dann kann man diesen Übergang, glaube ich, relativ seicht und locker begleiten und auch einleiten jetzt schon. Und du hast es gesagt, im Juni, das ist jetzt nicht mehr ganz so lange hin. Also wenn das klappen soll, ist das schon ambitioniert auch und bin gespannt, auf welche Ideen man da kommen wird. Aber man hat es bei Sebastian Kehl damals auch schon gesehen, er ist relativ früh in den Verein geholt worden. Er konnte sich an der Seite von Michael Zorc auch lange hin entwickeln und einarbeiten sozusagen in dieses Amt des Sportdirektors und sowas Ähnliches könnte es jetzt auch werden. Also das ist schon vernünftig geplant, weil es ist, wie ich es gerade gesagt habe, natürlich ein Rieseneinschnitt jetzt für Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke lebt und liebt diesen Verein. Dementsprechend schwer wird ihm so eine Entscheidung ja auch gefallen sein. Du hast heute auch mal noch so ein bisschen nach seiner emotionalen Verfassung gefragt. Was hat er darauf gesagt? Ja, man hat es jetzt nicht nur durch seine Worte, man hat es auch an seinem Gesicht konnte man es ablesen. Das war schon ein richtig schwerer Schritt. So logisch er irgendwann ist, so unausweichlich er auch irgendwann ist, weil irgendwann ist dann die Zeit auch vielleicht gekommen. So schwer ihm das ist ihm das gefallen, weil er lebt diesen Verein, wie du es gesagt hast. Und ja, also er ist schlau genug, um nicht an diesem Stuhl zu lange zu kleben. So kann man es vielleicht dann auch formulieren, weil er natürlich auch weiß, dass die Kritik zuletzt auch zugenommen hat. Er hat das auch thematisiert. Er hat auch gesagt, dass der Druck sehr, sehr groß ist, dass man immer sehr, sehr viel abbekommt und dass natürlich mit der Zeit die Erfolge selbstverständlich werden und dann auch so ein bisschen verblassen und eben nicht mehr in die Bewertung mit reingenommen werden. Und von daher glaube ich, war es schlau von ihm, das jetzt so zu machen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist auch der richtige, weil der Verein ist gut aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was ihn sehr bewegt. Er hat gesagt, er wollte immer eine selbstbestimmte Entscheidung, den Abgang selbst verkünden. Deswegen hat er es dann jetzt auch so früh getan. Wir konnten anschließend auch noch ein bisschen, was dann schwer gefallen ist, muss man sagen, weil die Thematik natürlich so groß war, ein bisschen über die sportliche Situation bei Borussia Dortmund sprechen mit ihm. Die heißeste Frage, das heißeste Thema sind natürlich nach wie vor die Transferverhandlungen, allen voran mit Jadon Sancho. Da hat der noch Geschäftsführer, darf ich ihn ja nennen, ein bisschen Einblick gegeben. Wie weit ist man da?
Man ist von Seiten Borussia Dortmunds klar mit dem Spieler, auch glaube ich mit dem abgebenden Verein. Und es scheint jetzt noch Sachen zu geben, die intern zwischen Manchester United und Jadon Sancho zu klären sind. Er hat so ein bisschen angedeutet, dass das Verhältnis ja natürlich auch ein bisschen belastet ist gerade und dass man sich deshalb vielleicht schwer tut. Darüber kann man jetzt so ein bisschen nur spekulieren. Wenn man sieht, Borussia Dortmund kommt, glaube ich, in diesem Deal sehr, sehr gut weg, wenn er denn zustande kommt. Manchester United weniger und vielleicht gilt es da in England so ein bisschen noch, die eigene Position so ein bisschen zu verbessern, sprich Jadon Sancho da vielleicht auch überzeugen zu können, von seinem Gehalt ein bisschen Abstriche zu machen, weil er einfach natürlich logischerweise nicht da ist. Und klar, Manchester erhofft sich dadurch, dass Sancho nach Deutschland kommt, dass er vielleicht wieder sportlich so attraktiv wird, dass man ihn dann am Markt auch wieder platzieren kann. Oder vielleicht auch in einer anderen Trainerkonstellation in Manchester noch wieder zum Spieler befördern kann sozusagen. Er ist ja gerade auf dem Abstellgleis. Es ist so ein bisschen natürlich gucken nach der eigenen Position. Borussia Dortmund, hat Watzke angedeutet, ist klar. Von Seiten von Borussia Dortmund gilt es eigentlich jetzt nur noch abzuwarten. Das ist auch, glaube ich, nicht ganz so leicht, weil da kann ja alles Mögliche noch passieren. Aber so ist der Stand. Er hat es aber gesagt, er ist vorsichtig optimistisch, hat dann auch hinterhergeschoben, man kann auch hochoptimistisch sein im Fußball und klappt es trotzdem nicht. Also er wollte sich so ein bisschen absichern, aber es ist eine gewisse Tendenz auf jeden Fall zu spüren bei Jadon Sancho. Das gleiche gilt übrigens auch für Ian Maaßen, da ist man ebenfalls mit dem Spieler sehr, sehr weit. Es geht nach wie vor darum, Kaufoption, Kaufpflicht, das haben wir jetzt hier schon häufig thematisiert. Also auch da ist man noch keinen Schritt weiter. Es ging heute auch noch sportlich weiter. Auf dem Platz war heute die vorletzte Einheit für uns, die wir dann sehen konnten. Die letzte fand dann ohne uns statt am Trainingsgelände in Banusch. Es war heute eine etwas kleinere Gruppe. Es gab ja gestern dann erste Nachrichten, Paris Brunner und Cole Campbell haben sich da so einen kleinen Fehltritt erlaubt, sind zu spät nach unseren Infos dann gestern erst ins Hotel wieder zurückgekehrt, die Nachtschicht etwas, die Nachtruhe etwas überschritten. Es waren aber jetzt nicht sportliche Konsequenzen, die sie heute gespürt haben, dass sie nicht mit der Mannschaft trainiert sind? Nee, sie waren ja auch da und haben dann auf einem der Plätze trainiert, wo wir nicht drauf gucken konnten oder können. Ja, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil wir wissen, dass es um Paris Brunner ja auch vor kurzem erst ein bisschen Theater gegeben hat. Es war ja, glaube ich, wohl so jetzt, dass die Mannschaft unterwegs war, auch mit offizieller Genehmigung des Trainerstaffs. Die waren auch unterwegs und er hat da wohl die Nachtruhe ein bisschen überschritten, wie du es gesagt hast. Das ist jetzt, glaube ich, keine Verfehlung, die große dramatische Konsequenzen nach sich ziehen wird. Aber ja, passt so ein bisschen gerade ins Bild, was man von ihm hat. Und er muss da schon, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Und da geht es dann um Professionalität und eben auch um Zuverlässigkeit. Und das wird er vielleicht dann auf andere Art und Weise zu spüren bekommen jetzt, vielleicht in einer Form von einer kleinen Geldstrafe oder sowas. Aber es wird, glaube ich, keinen Einfluss auf seine sportliche Entwicklung und seinen Wert für Borussia Dortmund haben. Genau, es gab nämlich noch deutlich mehr Spieler, die heute nicht auf dem Hauptplatz dabei waren. Emre Can zum Beispiel, Marius Wolf, Matteo Morey, Jamie Bynoe Gittens, um da nur noch ein paar zu nennen. Die haben also alle individuell trainiert. Liegen Gründe der Belastungssteuerung nahe. Das wurde so auch kommuniziert. In der Hauptgruppe wurde es nochmal relativ intensiv. Ich fand mit einem interessanten Feld. Sie haben es ja so ein Diamant abgesteckt, würde ich es mal sagen, damit man dann die letzte Außenbahn nicht mehr so besetzen konnte und da früher ins Zentrum spielen muss. Konntest du da so ein bisschen was ableiten, was vielleicht die Idee dann für morgen, für den abschließenden Test gegen Stand nötig ist? Ja, das Muster hat man bei Thomas Tuchel, der hat das damals eingeführt und das war damals wirklich neu und auch überraschend für viele, aber da geht es dann halt wirklich um exakte Positionierung und dass man die Position nicht verlässt, das führt dann dazu, dass du vielleicht als Spieler gar nicht mehr gucken musst, ob da jemand steht, weil du weißt, da steht jemand, das ist, glaube ich, so das Ziel. Den letzten Test, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, es gab heute ein bisschen Belastungssteuerung, weil man natürlich den Blick über Standard nötig hinaus haben muss. Am Dienstag geht es zurück, am Samstag ist dann Darmstadt mit deutlich anderen Temperaturen auch wenn es hier relativ frisch jetzt schon ist. Wir müssen schon wieder eine Jacke tragen, ja. Und von daher hat man, glaube ich, jetzt so ein bisschen schon Darmstadt auch im Blick. Und ich erwarte zumindest, dass wir ein bisschen was sehen können, vielleicht personeller Art auch. Mal gucken, ob es sowas Ähnliches wie eine mögliche Startelf zu sehen geben wird. Müssen wir schauen. Das Experiment Linksverteidiger wird wahrscheinlich auch weitergehen. Da kann er ja noch ein bisschen was ausprobieren. Das
Was da morgen passiert auf dem Platz, lest ihr natürlich bei uns im Live-Ticker auf ruhrnachrichten.de/BVB. Wir werden natürlich auch später im Anschluss mit Edin Terzic nochmal sprechen, abschließen. Und alles Weitere gibt es dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt also gerne rein. Und wir sagen schönen Abend aus Marbella. Alles Gute. Ciao.